Stockholm, Karolinska-Institut. Dieser Mann heißt Lennart Nilsson. Ein Fotograf, durch den die Fotografie eine neue Dimension erhielt. Eine künstlerische und wissenschaftliche zugleich. Lennart Nilsson macht außergewöhnliche Bilder des menschlichen Körpers. Sie sprechen eine elementare Sprache, stellen einen Bezug her zum Leben, zur Geburt, zur Schönheit. Ihr Licht und ihr Schatten haben für die Fotografie Maßstäbe gesetzt. Das Ungeborene im Mutterleib. Nilssons Blick in das Innerste des Menschen. Killerzellen greifen eine Krebszelle an. Eine Fresszelle vernichtet Bakterien. Ein Malaria-Virus zerstört Blutzellen. Querschnitt einer menschlichen Zelle. Kristallisiertes Hormon. Und so entstehen diese Bilder. Lennart Nilsson am Bildschirm seines Raster-Elektronenmikroskops. Das sieht genauso aus wie schöne Sterne am Himmel. Je näher wir mit dem Mikroskop herangehen, umso besser sehen wir diese weiße Blutzelle, die mit dem AIDS-Virus infiziert ist. Und jetzt mache ich ein Foto. Ich drücke den Knopf und warte 100 Sekunden. Das Ergebnis. So hat es die Kamera auf dem hochauflösenden Bildschirm mit 2500 Zeilen gesehen, nicht aber das menschliche Auge. Das Schwarz-Weiß-Foto wurde von Gillis Haig in Göteborg koloriert. Seit 1969 arbeiten wir zusammen. Das ist eine weiße Blutzelle, eine T-Lymphozyte, die von AIDS-Viren, das sind die blauen Punkte, befallen ist. Ich versuche stets, die wichtigen, für unser Auge unsichtbaren Dinge sichtbar zu machen, mit meiner speziellen Technik, mit Spezialobjektiven und mit dem Elektronenmikroskop. Ein menschliches Herz von innen, durch ein Glasfieberendoskop. Mit diesen Fotos vom Herzen, von den Arterien, den Cholesterinablagerungen, vor allem aber mit den elektronenmikroskopischen Aufnahmen, wie diese von Blutzellen, trug Lennart Nilsson viel zur medizinischen Erkenntnis bei. Das weltberühmte Karolinska-Institut in Stockholm verlieh ihm 1976 den Dr. Honoris Causa der Medizin. Cholesterinablagerung an einer Arterienwand. Gegenangriff von T-Lymphozyten auf eine Krebszelle. Das Zytomegalivirus in über 100.000-facher Vergrößerung. Nilssons Laboratorium im Karolinska-Institut. Zwei Wissenschaftlerinnen informieren sich über die Arbeit am Elektronenmikroskop. Die Mechaniker einer japanischen Firma kommen gerade, um eines der drei Raster-Elektronenmikroskope abzubauen. Das letzte Foto mit dem alten Mikroskop. Vor 17 Jahren hat ihm eine japanische Firma das erste Raster-Elektronenmikroskop geliefert. Lennart Nilsson hat viel an dem Mikroskop verbessert und mitgeholfen, das neueste Modell zu entwickeln. Es soll nächste Woche geliefert werden. Damit ist dann eine 900.000-fache Vergrößerung möglich. Immer fotografieren, auch wenn er mit Katharina an die Ostsee fährt.
Mit 11 fing er an, Fotos zu machen. Von allem, was um ihn herum war. Familie, Freunde, Natur und Technik. Und mit 65 ist er noch genauso neugierig wie damals. Weil das Laboratorium umgebaut wird, hat Lennart Nilsson endlich Zeit für uns. I want to take a beautiful picture of you. Thank you very much. This is the second camera. Das war die zweite Kamera, die mir mein Vater schenkte. Er ist ein wunderbarer Amateurfotograf. Wonderful, fantastic amateur photographer. And then I took some pictures of. Ich machte mit diesem Apparat Aufnahmen von Freunden. Mit dem Geld, das ich dafür bekam, habe ich meine erste Balkenkamera gekauft. Photos, I bought this the first Belg camera. 13 år hade jag den här kameran. Weißt du noch, Vater? 13 Jahre lang habe ich die gehabt. Und du hast mir damals das Entwickeln beigebracht. Daran kann ich mich aber nicht genau erinnern. Doch, doch. Das war auch die erste Kamera, mit der ich die Entfernung genau einstellen und vor allem nah an die Motive herankonnte. Och jag kunde ställa in så jag kom mycket nära med den här. Så kunde jag se här. Jag kunde få mer förstå det. Und da hinten sieht man das Bild. Schau mal durch. Jag tror att vi ska kunna se någonting här borta om man tittar in här. Rakt in här. Och här har du fina i Sörgården. Und das sind Fotos, die ich von deiner Mutter und deinem Vater gemacht habe. Och här har du Anton. Din pappa sitter och rakar sig. Han var mycket förvånad. Lennart Nilssons Vater ist 95. Lennart besucht ihn regelmäßig. Ihm verdankt er die Liebe zur Fotografie und das frühe Vertrautwerden mit der Technik. In der Zuneigung zu seinem Vater spürt man Dank. Ja, det var som Lund sa, det var eget, sa. Det var eget, han sa det, ja. Ja, exakt. When I open this. Wenn ich die Kamera hier aufmachte, sah ich solche Naturmotive. Mit 14 habe ich Blumen im Wald fotografiert. Es war für mich überraschend, als ich feststellte, dass man die Motive mit dieser Kamera ganz aus der Nähe aufnehmen konnte. Dann entwickelte Victor Hasselblatt eine Kamera, mit der ich auch Aufnahmen von Insekten in natürlicher Größe machen konnte. Als ich ungefähr 16 oder 17 war, begann ich mit Fotoreportagen von Schwedens Prominenz. Eine Serie über den Premierminister und sein Privatleben, Fotos von bekannten Schriftstellern. Und der königlichen Familie. Das ist ein Foto von König Gustav Adolf VI., dem Großvater unseres jetzigen Königs. Es wurde als Vorlage für eine Briefmarke verwendet. The King's last official pictures. Auch die letzten offiziellen Fotos vom König habe ich gemacht. And then I took the und die Hochzeitsfotos unseres jungen Königspaares. King and Queen. I did a story about the. 1947 fotografierte ich eine Geschichte über die Eisbärenjagd in Spitzbergen. Eine dramatische Geschichte. Wir entdeckten eine Eisbärenmutter mit ihrem Baby. Die Mutter wurde erschossen, das Junge lebend eingefangen. Es legte sich über die tote Mutter und heulte eine ganze Nacht lang. Diese Story druckten fast alle Magazine der Welt.
Life, damals das bedeutendste Fotomagazin, brachte die Reportage im Oktober 1947. Damit begann die jahrzehntelange Zusammenarbeit mit Life. Nilsson wurde einer ihrer Starfotografen. Dieses Foto eines menschlichen Embryos machte Nilsson 1955. Danach folgten Fachbilder von menschlichen Föten. Leonard Nilsson wollte eine große Reportage über das Leben vor der Geburt machen. Der zuständige Live-Redakteur sagte mir, dass das Magazin die Story so rasch wie möglich publizieren wolle. Und ich sagte, in Ordnung. Aber ich möchte noch ein anderes Foto machen, von einem lebenden Fötus im Mutterleib. Und ich machte diese Aufnahme im Frühjahr 1965 und Live veröffentlichte die Story mit Titelblatt und 16 Bildseiten. Es war eine der größten Reportagen, die Live je gedruckt hat. Die Auflage von 8 Millionen war innerhalb von 2 Tagen ausverkauft. Das Buch, das ich daraus machte, ist mittlerweile in 18 Sprachen erschienen. In den USA ist es mehr oder weniger immer noch ein Bestseller. Ich arbeite gerade an einer völlig neuen Ausgabe, eine ziemlich harte Arbeit. Der Film »Das Wunder des Lebens« hat Leonard Nilsson weltberühmt gemacht. Ein Embryo, 6 Wochen alt, 1,5 Zentimeter groß. 8. Woche. Aus dem Embryo ist ein Fötus geworden. Er bewegt die Hände. Die Aufnahmen waren nur möglich, weil insgesamt 5 Entbindungsstationen mit Nilsson und seinem medizinischen Berater Jan Lindberg zusammengearbeitet haben. So konnten bei Schwangerschaftsabbrüchen wegen verschiedenster medizinischen Indikationen Fotos aus den ersten Wochen des Lebens gemacht werden. Zwei Monate ist der Fötus alt. Hände und Füße bilden sich aus. Am Fuß sind die Zehengelenke zu erkennen. 10 Gramm ist er schwer, 6 Zentimeter groß. Das Ohr zeichnet sich ab. Der 4 Monate alte Fötus atmet, oder besser, schluckt Fruchtwasser und scheidet es wieder aus. Diese Aufnahmen von einem lebenden Fötus in der Fruchtblase sind die ersten in der Geschichte des Films. Immer wenn der Daumen in die Nähe des Mundes kommt, versucht er daran zu nuckeln. Der werdende Mensch schwimmt in der Flüssigkeit der Fruchtblase. Metamorphose unserer amphibischen Vergangenheit. Von den vielen, vielen Briefen, die ich auf das Buch und den Film hin bekam, ist mir einer besonders in Erinnerung. Eine Mutter schickte mir das Foto eines süßen kleinen Mädchens mit den Zeilen: Wegen Ihrer Aufnahmen, Herr Nilsson, ist meine Tochter zur Welt gekommen. Because of your pictures, Mr. Nilsson, my daughter is alive. Die Fotos vom Leben vor der Geburt des Menschen machten Leonard Nilsson weltberühmt. Doch hat er nie aufgehört, sich für das gleiche Thema in Flora und Fauna zu interessieren. Mit 15 machte er eine Reportage über die Natur auf dem Bauernhof, Bücher über Enten, das Leben im Meer und eine schon klassische Reportage über das Werden einer Blume. Wenn er in der freien Natur unterwegs ist, fotografiert er ständig. Vielleicht findet er eine Einstellung, die ihn zu einer neuen Geschichte inspiriert. Oft dauert es Jahre, bis er eine Idee realisieren kann. Sie wissen, dass ich eine Fotostory über eine in Schweden sehr verbreitete Blume gemacht habe. Man nennt sie Midsommerblume, lateinisch Geranium sylvaticum. Sie sehen den Hubschrauberflug einer Biene ganz nah an der Blume.
And then I have a picture here showing Die Midsommerblume spiegelt sich in hunderten von Netzaugen. In jedem Auge eine kleine Blume. A picture of hundreds of compound eyes, eyes, and you can see a small flower in every eyes here. And here the bee is sucking the nectar. Die Biene saugt den Nektar. Drei Tropfen. Die Biene saugt sie gerade auf. The bee sucking argon, sucking up the nectar in the flower. Here is the real fertilization. Befruchtung. Das sind die Pollen, die zum Bestäuben gebracht werden. Coming to the place for fertilization, and from the pollen. Aus den Pollen entwickelt sich and, ein Pollenschlauch. In the next picture, here you can see the Wettlauf der Pollenschläuche zur Befruchtung einer Eizelle. Diese ist bereits befruchtet und hat sich schon in vier Zellen geteilt. An egg cell, here divided into four cells. And here to the right is the embryo. Rechts der Embryosack und darin der Embryo. Here is the embryo. Then is another picture taken. Es gibt noch ein anderes Foto von der Biene in der Blume, das ich mit dem Elektronenmikroskop aufgenommen habe. Die schwedische Reichsbank hat es als Vorlage für den 100-Kronenschein benutzt. Das sind kristallisierte Sexualhormone des Menschen, weibliche und männliche. Professor Elisabeth Johansson in Genf hat mich beraten und bei der Kristallisierung viel für mich gearbeitet. 2 Jahre haben wir dafür gebraucht. And we were working over 2 years with this. I did it more or less because ich habe sie eigentlich nur wegen ihrer Schönheit fotografiert. Ich habe wunderbare Waldlandschaften entdeckt, herrliche Vögel am Himmel, birds in the sky and some interessante Bilder von Bergen. Ja, selbst so etwas wie einen Sonnenuntergang im Gebirge. Ich war ganz erregt, als ich das alles sah. Bevor Lennart Nilsson zurück in die Stadt fährt, nimmt er etwas Plankton mit. Denn er möchte damit unter seinem Lichtmikroskop experimentieren. Am liebsten würde er einen großen Film über das Leben im Meer machen. Ein Thema, das bereits in einem Buch von ihm behandelt worden ist. Aber dazu fehlt ihm die Zeit. Trotzdem möchte er feststellen, welche Filmtechnik dafür angebracht wäre. I think it's enough now. Ins Karolinska-Institut zurückgekehrt, macht er sich an die Arbeit. Sein Assistent Thomas Fjellström hilft ihm dabei. Perfekt. Stop. Just like some handicrafts. Kunstwerke wie von Menschenhand gemacht. Lennart Nilsson kann sich über die Farbenpracht und den Formenreichtum der kleinen Planktonprobe begeistern, obwohl er solche Bilder 100-mal gesehen hat. Er bleibt begeisterungsfähig. Dieser Enthusiasmus ist eine Triebfeder für seine Arbeit. Lennart! Lennart, komm bitte mal runter. Ich habe dir was mitgebracht. Zieh aber bitte den Kittel an, der im Vorraum liegt. Da liegt ein Rock auf dem Schreibtisch. Nein, komm auf einmal. Dr. Jan Lindberg, ein Pathologe und Gerichtsmediziner. Er ist Nilssons anderes, sein medizinisches Ich. Jan Lindberg hat einem 19-jährigen Unfallopfer einen Teil der Hauptschlagader herausgenommen und präpariert sie jetzt für eine Fotostory über Cholesterinablagerungen im menschlichen Arteriensystem. Er arbeitet im Seziersaal des Karolinska-Instituts. Lennart kommt aus seinem Laboratorium, das ein Stockwerk höher liegt. Seit 1960 arbeiten sie zusammen. Ohne Lindbergs medizinischen Rat wäre Nilssons Aufnahmen vom menschlichen Körper nicht zustande gekommen. Auch diese filmische Expedition in das Innere des Menschen haben sie zusammen unternommen.
Entgegen der Blutstromrichtung fährt das Endoskop in die linke Herzkammer ein. Das Herz wurde für die Aufnahmen mit einer klaren Flüssigkeit gefüllt. Man sieht das sogenannte Bälkchenwerk, die Muskelfaserstränge an der Innenseite der Herzkammer. Für Filmaufnahmen präpariert. Blut, das durch die Wand der linken Herzkammer spritzt. Diese Katastrophe ereignet sich nach schweren Infarkten, wenn die Herzwand geschwächt ist, dem andauernden Bluthochdruck nicht mehr standhalten kann. Cholesterinkristalle im Strom der roten Blutkörperchen. Cholesterinteilchen sind mineralisiert und haben sich an der Wand einer Hauptschlagader festgesetzt. Arterienverkalkung, das Ergebnis eines langjährigen Prozesses. Lennart Nilssons Aufnahmen geben Medizinern wie Laien beeindruckende Einsichten in den menschlichen Organismus. Jan Lindberg über die gemeinsame Arbeit. Für mich, es ist so fantastisch, mit Lennart zusammenzuarbeiten. Er ist ein sehr intelligenter Mann, er ist ein fantastischer Fotograf. Wir arbeiten mit Licht in einer speziellen Weise. Wir können mit das Licht spezielle Dinge akzentuieren. Ich meine, es ist eine Kombination von der künstlerischen, von Lennarts Künstlerschaft und von was wir in das fantastische Maschine den menschlichen Körper haben. Mitte Juni. Das neue Supermikroskop ist per Luftfracht aus Japan eingetroffen. Seit Tagen ist Lennart nervös, ob alles klappt. Drei Jahre habe ich auf diesen Augenblick gewartet. Das ist heute wie Weihnachten. Das ist meine Bescherung, auch wenn es Juni ist. Vom Auspacken der Kisten bis zum Aufbau des Mikroskops ist Lennart Nilsson immer dabei. Für nichts anderes hat er Zeit. Selbst den hochqualifizierten japanischen Fachleuten, die die komplizierte Montage durchführen, gewinnt Lennart Nilssons Genauigkeit und Detailbesessenheit Respekt ab. Er hat sich ein Operationsmikroskop mit 80-facher Vergrößerung besorgt und prüft in stundenlanger Arbeit mit äußerster Konzentration, ob der hochauflösende Bildschirm genau justiert ist. Denn davon hängt die Qualität seiner fotografischen Aufnahmen ab. Sie sind kein Zufall, sondern das Ergebnis sorgfältigster Vorbereitung. Endlich ist das neue Mikroskop installiert. Ist es nun wesentlich besser als das alte? You can look at it. We shall look at it together. And wir sollten es uns zusammen ansehen. Und nun sind wir wieder bei den wunderbaren Sternen am Himmel. Wir zoomen mit dem Mikroskop bis auf die Oberfläche der Makrophage. Näher, näher. Und plötzlich entdecken wir den Umriss eines AIDS-Virus. Ein sechseckiger Umriss, hier in 900.000-facher Vergrößerung. Lennart Nilsson ist besessen von seiner Arbeit. Sie macht ihm unüberhörbar Freude. I don't like my work. I love my work. Ich mag meine Arbeit nicht. Ich liebe sie. Und ich bin glücklich, dass ich sie als Hobby betreiben kann. Of course, as a photographer, natürlich komponiere ich als Fotograf meine Aufnahmen. Ich will ästhetisch schöne Fotos machen. Doch wenn die Menschen meine Fotos anschauen, sich sogar an sie erinnern, dann bin ich stolz. Thank you very much.